Herzlich willkommen zurück hier zum zweiten Spiel des heutigen Abends. Astana Dragons gegen Verigames. Die Franzosen konnten eben schon ja, mit Ents, mit den Finnen auf das 2 den Boden gut aufwischen. Jetzt geht's auf Inferno gegen die Ukrainer. Beziehungsweise ja, gegen das CIS-Superteam, wie es gerne mal betitelt wurde. So, AD muss hier als Terran, VG darf als City starten beim nächsten Aufeinandertreffen. Was es zweifelsohne geben wird in der Liga, wäre es dann genau andersrum. So, Musik mache ich natürlich auch noch aus. So, damit sind wir live. Viel Spaß, Verigames gegen AD. Ich hoffe, das wird ein bisschen eine spannendere Angelegenheit als zuvor. Interessante Taktik. Teram wird jetzt so und von hinten kommt eine Flash übers Dach. LBK im Vorbeilaufen fast. Da aber schon den Headshot gesetzt. Und mit guter Start für VG. Doppel in der Laube. Banane auch gedoppelt mit noch ein paar Nades. Haben beide noch eine Smoke und Flash. Also da merkt man einfach, dass VG sich da extrem viele Gedanken macht. Und es wäre sogar ein Dreifachaufstellung, so halb. Komplett im Bulk stehen sie da. Nate vom Timing saß nicht. So, Scream. Vielleicht nicht so viel, ganz so viel Risiko. Sollte lieber nachsmoken gleich. Er hat noch eine Smoke. Gut, wird jetzt hier oben smoken. So, Action geht's du. Hess geht's durch. Gute Smokes mit dem B-Split. Und der ist bekannt und VG macht das, was sie immer gegen den B-Split machen. Sie stehen zu zweit hinten in der Ruine. Darauf kann man sich wirklich verlassen geben, wenn man mal gegen VG spielt, B-Split. Dann stehen sie immer da zu zweit und AD scheint das zu wissen. Sehr, sehr schön. Boah, schön da auch im Sakura defensiv. Oh, wird aber gecheckt von Chox. Den Effekt nicht setzen. NBK kommt ein bisschen zu spät. Effekt da ein bisschen zu lange gedauert. Dosia, finde ich den dann sehr, sehr schöne Pistol von Astana Dragons, trotz des gefangenen First Tracks. Ah, auch schön. Was hier wirklich für die Ezea von Bedeutung ist mit dem Update. Ich weiß nicht, ob es das letzte war oder schon ein bisschen her ist. Ich glaube, alle Runden, die irgendwie größer 999 sind oder sowas, werden dann hier einfach als zwei Striche angezeigt. Das sollte dann keinen mehr verwirren. Auch wenn es natürlich auch blöd ist, dass da jetzt Striche stehen. Aber das sind halt die Settings der SCR-Server. Kann man nichts machen. Aber immerhin besser, als wenn da irgendwie eine absurd hohe Zahl steht. Nochmal an die Leute, die das Rauschen irgendwie haben. Ich kann das leider nicht fixen. Ach, schön Doppelflash von Smith. Oh, die sind alle blind! Er macht leider nur einen. Was heißt leider? Schon mal gut. Kommt auch weg mit viel HP. Scream läuft er durch die Smoke. Gemacht mir leider. Oh, die Smoke da im Form Laster. War super für AD. Die wirft VG ja auch immer ganz gern. Weiß nur gerade nicht, ob. Ich glaube, die von Existence landet hier im Fenster. Und gleich hat AD mehr Runden als vorhin Enz in einem gesamten Spiel gemacht hat. Stack von VG am B. Nur NBK am Großen. Mit
gespottet. Ich weiß nicht, ob, ich glaube, den hat er sogar gesehen. Das könnte aufgehen. Die Aufstellung. Ne, Bombe ist Mitte. Aber Angel nimmt da einen mit, zusammen mit Adrian. Und gleich gibt es böse Erwachen. Defensiv da stehen. Ypsilon. Einen. Oh, nehmen es aber gut ein. Zumal die Smoke da in der Seite wirklich enorm wichtig war in der Situation. Dann wird ein Spieler damit komplett aus dem Spiel genommen. Das ist auch mein erstes Match hier auf dem normalen Inferno mit Hühnern. Wenn mich nicht alles täuscht, sogar... Ah ne, EPS wurde glaube ich auch schon gespielt. Aber vor kurzem haben wir eigentlich alle Turnierveranstalter umgestellt auf die normalen Valve Maps, SE Maps damit ausrangiert. Sind ja eh veraltet gewesen. Die Vorteile auf den normalen Maps überwiegen auf jeden Fall. Da kann man auch mit den Hühnern leben, finde ich. Außerdem sind sie witzig. Aber das ist eine Diskussion für sich. Angel First Track über den Hausmeister. Kein Refick von VG. Reagieren ihrerseits jetzt ein bisschen drauf, gehen Banane offensiv. Rippen wurde eingenommen von AD. Lassen sich jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Zeit bei Edward Konter 1 machen. Sie müssen noch im großen Sand. Wichtige Posi. Ich weiß nicht, wo der zweite da gestorben war. Was ist mit dem zweiten? Alter, Scream geschoben und sie nehmen sie da komplett auseinander. Da haben sie... hat's gesehen, sie waren nach Rippen, haben dann erst irgendwie noch... haben da zwar den Frack bekommen, aber Scream war schon drüben. Wie der die Fracks wieder gemacht hat, keine Ahnung. Aber prinzipiell hätte die Runde auch an Astana gehen müssen. Nicht so viel Geld. Aber NBK macht's Beste draus. Kauft sich Shotgun. Oh, hat die Schulter gesehen. Oh, ekelhafter Go-TV-Lag. Oh, war da auf der Kniescheibe drauf. 21 HP noch bei Markelov. Ah, die macht das super. Decken noch weiterhin ab. Haben die Überzahl. Wissen genau, Very Games muss da irgendwas riskieren. Scheinbar sogar Steps oder sowas gehört. Oder das war unglaublich gut predicted. Vielleicht da unten rein und der Hausmeister Dönerspieler hat ihn gemacht. Angel fake dann ein bisschen alleine billig. Das kann Smith jetzt durchgeben. Xistens geht mit umgekehrter Fläche rein. Boah, schönes Ding. Alter, so geil. Was eine geile Runde von Xistens. Sehr, sehr geiler Move von ihm. Mit der Fläche über die Wand hier. Reicht doch. Hat doch genau gereicht. Sehr, sehr schön gespielt. Und das war wirklich auch hervorragend kommuniziert direkt von Smith. Ohne die Ansage, wenn Smith da das Maul gehalten hätte, bis den Mund voll gewesen wäre, dann wäre Existence wahrscheinlich geschoben. Aber so ein sehr schönes Zusammenspiel von den beiden. Runde geht auf... Falling of Existence, aber auch Smith auch seinen wesentlichen Teil dabei getragen. Ah, und das wäre jetzt eigentlich fast schon das 5-0. Bisher hat es sich auf jeden Fall schon bewahrheitet, dass es hier ein besseres Spiel wird als das zuvor gegen Enz. Ah, das Argument zieht auch nicht mehr. Knochenbrecher. Das, ja gut, die Hühner. Das eine kurze Gackern.
Aber immerhin machen sie keine Geräusche mehr, wenn man sich nähert. Und sie reagieren auch nicht mehr auf einen. Also sie laufen nicht vor einem weg und so. War ja früher mal der Fall. Aber ich will jetzt hier keine Hühnerdiskussion lostreten. Ich kann mich damit arrangieren. Und ich denke, die meisten Leute auch. Zumal am B-Spot sind eh keine. Und die, die am A sind, scheiß drauf. Glaube ich, bisher auch jede Runde offensiv gewesen. Haus, schnelle Einnahme von AD. Ich bin direkt in Kontakt. Liebe sowas. Direkt irgendwo Kontakt durch. Boah. Ich hab's gesehen. Boah, leider in die Kaden Headshot gesetzt. Boah, sie kommen da trotzdem ganz gut durch. Dosi hat zwar low, 2-2. Ganz gutes Equipment noch am Start. Zwei Smokes. CD Smoke da in den großen Sand. Einer ist bekannt. Edward hat noch nicht die Posi verraten. Nutzt er die Smoke? Oh, aber Aiming sitzt nicht. Beziehungsweise nur Gebratze. Den hätte er auf jeden Fall haben können. Hatte genügend Zeit. Oh, das ist ja ein schöner Headshot. Den zweiten macht er leider nicht. Da war er zu low. Ah, die Bombe tickt schnell. Das könnte reichen für AD. Oh, es wird eng. Ja, das reicht. Sauber. Holen sie doch noch das 2-2. Wenn auch mit ein bisschen Glück vielleicht am Ende. Damit 4-3. Wie sieht's mit dem Geld aus? Hier haben sie noch. Offensiv. Oh, stark für Existence. Hat er gut Momentum getankt vorhin mit seiner 3K-Runde. Und darauf muss AD jetzt in der Folgerunde mal reagieren. Dass jede Runde Banane schnell aggressiv gehen. Wobei sie es vorhin ja eigentlich schon ganz gut drauf reagiert haben. Das sind genau das. Sind immer zwei offensiv, dann einfach ein Contact im Gang. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich bin mal gespannt, was Angel da nächste Runde ansagt. Das macht's gut. Jetzt mit der Smoke, die weggegangen ist, weggegangen. Da hat man es auch gerade gesehen. Für alle, die es nicht wissen, der Schlitz hier am Auto ist auch weg, verdeckt. Kam mit irgendeinem Update. Boah, schöne Fläche in die Smoke. Sehr, sehr gut. Also AD weiß genau, wie man CSGO spielen kann und kontern das perfekt. Mit einer Flash, die man einfach so in die Smoke dodged. Beide drehen sich weg und Scream weiß nicht so recht, wie ihm geschieht. Damit geht die fast sicher geglaubte Runde hier wohl an AD. Shox bekommt schon gute Hits. Das kann er nicht holen. 5-3. VG muss in die Eco. Ein sehr gutes Spiel von AD bisher, muss ich sagen. Gefällt mir. Hätte ich auch nicht vor den Starlight Defiance gedacht, dass sie so weit kommen. Haben ja Nip geschlagen und waren dann im. Standen dann im Finale. Das ist quasi jetzt die kleine Revanche für das Starlight Finale. Vor. Ich weiß gar nicht, eine Woche, zwei Wochen. Ich weiß gerade gar nicht, wie lange es her ist. Ich glaube, es war letzte Woche. Also letztes Wochenende. Genau, vor einer Woche war das Finale am Sonntag. Schauen, ob sich der Autodirector irgendwie verbessert hat. Ah, ein bisschen. Ich glaube, in der Eco ist es auch immer noch am besten hin. Autodirector die Arbeit machen zu lassen.
Muss mich auch erstmal wieder dran gewöhnen zu switchen. Habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Verzeiht, wenn es heute noch nicht wieder ganz so gut ist, wie es vielleicht von mir gewöhnt wart. Alle noch mit 100. Das sieht man auch nicht alle Tage. Jetzt am Ende doch noch zwei gestorben. Ich glaube, sie waren dann im so großen Sandkasten einfach. 6 zu 3. Na ja, klar, Pistol hatten sie geholt. Trotzdem dann sehr solide Folgerunden gespielt. Und bisher ein Spiel ohne AWP. Doppelnetz Mitte. Sehr viel Damage schon gesetzt. Dort kommt dann die Couch. Maklov im Döner da den Frack an Schoxy gemacht. VG da mal direkt was Aggressives probiert. Boah, aber der Damage. 32 bei Adrian, 7 bei Maklov. Also selbst die 4-5-Situation können sie noch easy holen. Gewohntes Bild da in der Banane. Sind ja immer wieder am hin und her moven. Und der MBK sehr viel Kontrolle. Hat er irgendwas gesehen? Stand da noch nebendran am Haus, unten am Hauseingang. So, haben jetzt ganz kurz gefaked, dass sie groß gehen. Screen kann aber Hess ausschließen. Existence. Muss selber nochmal so einen Move auspacken kann. Nope, hat er eh keine Fläche mehr. Stirbt. Und trotzdem, das ist ein Turn vor. Oh, schade, das Mister. Oh, das Mister ist halt super weit weg. Schade. Wenn sie wüssten, wie viel Damage sie da schon gesetzt haben. Nein, gut, sie haben kein Geld. Damit sind die Waffen wichtiger als in der Situation. Nein, irgendwas sollten sie mal umstellen. Also das Aggressive da im Haus klappt nicht so wirklich. AD da immer sehr lange am Abdecken. Beziehungsweise passen auch auf, wenn sich CTs da offensiv zeigen im Döner. ...7 zu 3. Waffen wurden gelegt. Dachte ich schon, stellt man um, macht 4-1. Oh, die wieder relativ zügig unterwegs ins Haus. Vielleicht gab es wahrscheinlich schon den Hausmeister. Wie schnell sie der Action durchgefahren sind, aber Varigames typisches Doppel im großen Sandkasten. Sehr, sehr gute Gegenfläche in die Action. AD kann da nichts machen. Außer die Frags auf einmal. Krass, innerhalb von 2-3 Sekunden fallen da alle Spieler. Da ist es auf einmal nur noch Scream gegen 3. Wie konnte das gerade passieren? Genau das gefällt mir an AD gerade. Diese schnellen Entscheidungen, diese Ansagen, schnell irgendwas auf Contact. Oder so richtig auf Contact war es ja jetzt nicht. Wie gut sie da Haus einnehmen. Gibt es immer direkt eine Fläche im Kinderzimmer. Ich vermute, die explodiert sogar so, dass der Hausspieler dadurch auch blind ist. Was natürlich, man natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe oder mit einer Flash schlägt. 8 zu 3. Best Smoke ever. Ahnung, wo NBK da gerade gestorben ist. Da
Jetzt nimmt AD mal wieder das Gas raus, das Tempo. VG. Rippen über Kreuz. Gute Nate. Knapp vor einer Minute. So, B wird ein bisschen zurückgedrängt. Scheint wieder A zu gehen. Oder? Da wird sich bereit gemacht. Mit Smokes. Geht nochmal über Haus. Adrian immer noch im B-Faken. Bindet da auch noch zwei Leute. Ganz wichtig, dass man das Huhn kaputt gemacht. Der Maube steht immer noch. Refake kam jetzt. Der Gummeleck da hinten. Auch jetzt gestorben. Sie können ja die Ghosts nicht aufhalten. Die sind unglaublich stark gespielt von RD. Die Retaker hier können eigentlich auch schon wieder direkt das Weite suchen. Gegen 4 so gut wie unmöglich. Kein Equipment mehr. Gute Position bei AD. Schönes Kreuzfeuer gemacht von Angel da im Friedhof. Keine Chance für Very Games. Kann sich glücklich schätzen, jetzt noch mit beiden Waffen zu überleben. Sieht aber ganz gut aus. So, Adrian da checkt. Ja, beide Waffen überleben. Die können auf jeden Fall legen. Aber selten so eine schlechte Halbzeit von Very Games gesehen hier als CT. Wobei man nicht oft genug betonen kann, wie gut AD gerade hier agiert. Extrem gute Terror Goes. Da wird die oft von so vielen Leuten als City-Map betitelte Map Inferno hier zur T-Map. Ich finde es immer noch eine der ausgeglichensten und prinzipiell auch eher leicht T-lastig. Wobei mit dem Hundegang, ja. Schöner Move da Mitte, aber Refex sitzt mal wieder von Very Games. Existence liest die Situation perfekt. Es war nur einer und es war auch nur Angel und ich glaube, wenn AD irgendwas faked oder einer irgendwo was faked, dann ist es meistens Angel. Da muss ich mal drauf achten. Dadurch, dass ich so lange auch nicht gecastet habe, sind mir natürlich auch die ganzen Taktiken und Aufstellungen und so ist nicht mehr so geläufig. Da habe ich oft zugeguckt, aber da ist man dann doch nicht so konzentriert bei der Sache, wie man selber castet. Bego wird schön abgewehrt. Frags von Scream hier teilweise durch die Smoke. Oh, wie gut Existence da immer wieder hochgesprungen ist. T abgefuckt hat. Das war aber eine gute Runde. Auch wichtig hier mit 4 Leuten zu überleben. Ganz, ganz wichtig für die beiden Folgerunden. Das kann auch ein 9-6 werden. Selbst AD hat nicht so viel Kohle. Nochmal aggressiv. So, jetzt sehen wir vielleicht gleich die Flash. Ja, diesmal kommt sie nicht. Oh, Banane waren sie zu dritt offensiv und trotzdem Smith im Kinderzimmer. Dann wahrscheinlich für die Terrors auch sehr überraschend. Und jetzt könnte er gutes Timing haben. Hat das auch. Kommt ein. Sollte weg. Sehr gut, hat er gemerkt. Den zweiten kriegt er gerade nicht. Ja, da kommt es gar nicht auf Scream Mitte rum. Den zweiten hat er fast auch noch bekommen. Das erste Mal seit langem hier AD in einer Unterzahlsituation. Banane gibt es gleich das Duell. Adrian in der Smoke gegen Existence. Alter, wer sieht hier wen eher? Jetzt ist er rausgekommen. Nice.
Schön gespielt von Adrian. Hat er die dünnere Smoke gehabt. Und jetzt mit Ruine muss er rechnen. Hört mich auch nicht selbst. Oh, MBK ein bisschen treffsicherer. Hat super viel Damage bekommen. Markelov braucht er zu lange, um Smith zu killen. 25 Sekunden. Plant geht durch. Beide über Base. Ein Hof einer. Oh, einfach Smith. Schock sie da reingehalten. Weil auf dem GoTV ist immer ein bisschen. Kann man es immer ein bisschen schlecht einschätzen, ob der jetzt wirklich die Smoke so liegt. Oder ein bisschen anders. 9 zu 5. 9 zu 6 wäre eigentlich ein schönes Halbzeitergebnis. Und ein kleines Ergebnis-Update bei Ents gegen Copenhagen Wolves. Steht 7-1 für die Wolves. Als CT ebenfalls Inferno. Oh, jetzt gab es wieder die Flash. Das ist so scheiß dunkel. Smoke da eigentlich oben. Wieder das Doppel im Sandkasten. Aber vorhin hatten wir schon mal so eine Runde, dann sind innerhalb von 2 Sekunden alle Spieler gefallen. Diesmal ist es nicht der Fall. Diesmal hält Very Gamester auf 9 zu 6. Schöne Halbzeit, schöner Schlagabtausch. Very Games am Ende nochmal ganz gut zurückgekommen. 3 Runden in Folge gemacht. Spiel meiner Meinung nach gerade komplett offen. Sollte VG hier die Pistol holen, wäre es der Ausgleich. 3 zu 9, 9 beide. Es sei denn, AD kauft in der dritten Runde. Sollte AD die Pistol holen, höchstwahrscheinlich die 12-6 Führung. Und dann hätte VG einen harten Weg, nochmal ranzukommen. Schauen, was sich Very Games hier einfallen lassen hat. Und bei ID haben wir sehr wenig Equipment. Markloff mit allen 3 Flashes. Angel in der Mitte. Ja, zu lange gefaced. Gestorben. Dosia Banane den Frag gesetzt. Sorry, dass ich hier gerade keinen Frag mitbekomme. Jetzt 1 Austausch. Bisschen riskant. Da gefiel mir die Aufstellung von Very Games wesentlich besser. Da kompakt einfach in der Action zu stehen. Hier gerade zu viele Einzelfights gewesen, aber alles noch offen. Very Games orientiert sich zum Großen. Dosier hat keine richtige Kontrolle, hält AD aber nicht davon ab, zu dritt am großen Spot zu stehen. Edward im Friedhof sieht man in der Pistole, aber auch nicht so häufig. Er bekommt es jetzt im Sand aus dem Haus. Komisches Prefire da in die Action. Weiß nicht, was er da sich dabei gedacht hat oder ob er da irgendwie Phantom gesehen hat. Damit holt Very Games hier ebenfalls die Terrorpistole. Dürften jeden Moment ausgleichen. Jetzt erstmal das 7 zu 9. I want cash. Ah, den gibt's mit der Waffe. Aber
nicht so viel wie mit Shotgun. Schade, keine große Weste und keine 5-7 bei AD. VG deckt nur ab. Schöne Linie irgendwie. Oh, was heißt Linie? Schöne Kurve. Ach, kein Equipment. Stehen da irgendwie, weiß nicht, gut, bisschen Hass-lastig. Spekulieren da vielleicht auf einem B-Split. Selbst Heidenfrag wäre jetzt hier schon zu viel fast. Ach, keine Chance gegen NBKs. Bison, der will hier die Kohle. Deswegen geht er auch einfach da offensiv. Kommt da leider keinen dritten. Toll. Headshot von Angel. Ja, zu viel sollte VG hier vielleicht auch nicht verlieren. Mal, wenn AD jetzt noch eine Waffe kriegt, kaufen sie vielleicht auch. Schwierige Entscheidung. Also Angel wäre hier am besten equipped. Kaufen aber nicht. Wollen hier ihre minimale Führung dann nicht direkt verspielen, wobei es ja denn erstmal das Draw wäre. Doppelnade bei Aiden und Angel. Könnte gefährlich werden für VG. Ach, schön gedodged von NBK da. Den minimalsten Damage nur gefangen. Wieder Hass-lastig. Schade, dass es da keine Fläche gibt. Das zieht einfach zu dritt rum. Kommen dadurch einen, Shoxi auch low geschossen. Schade. Jetzt sterben sie gerade an allen möglichen Punkten. Wo ist Shoxi? Sollte sich einfach verkriechen. Smith könnte da eigentlich auf Frack gehen, um dann ein bisschen Kohle zu scheffeln. Der Rest sollte hier daran interessiert sein, die AKs durchzubringen. Ja, hör mal schon rumhüpfen. 9 beide. So. AWP vielleicht bei AD würde mich ein bisschen überraschen. Okay. Makelov spielt sie. Vielleicht auch wegen dem Topspawn. Wäre interessant zu wissen, wenn er den nicht gehabt hätte, aber da auch Topspawn genutzt hätte. Auch interessant, dass da dieses Messer da bleibt. Rechnen da mit Nades, beziehungsweise mit einer Flash. Oh, gute Flash. Falsche Mitte ist schon Kante gewesen. Gut zurückgezogen von ihm. Ansonsten eher der Standardaufbau des Standards hier schlechthin. Auch AD überlässt hier seinen Gegner das Haus. Eine kleine Falle da aufgestellt von Adrian und Makelov. Es könnte aufgehen, sie orientieren sich zumindest Richtung Haas. Edward schon gut Damage gefangen. Jetzt gibt es das Duell. Adrian zieht rum. Oh, macht nicht mehr viel Damage. Damit ist die Runde vielleicht fast schon abgegeben. Sie sind zu dritt, aber noch am A. Doppel auch im Sand. Jetzt muss Makelov halt irgendwas noch umhitten, zumal Haas auch rumkommt. Nach den ersten leider keinen zweiten, dann fällt der Rest nacheinander. Lol, da gab es schon mit Team Damage. Da oben gab es einen Assist für irgendeinen Edward.
Vielleicht eine HE oder sonstiges. Ah, schade. Barry Games hat gut runtergespielt. Aber allein wenn Markloff da den Frag-Hit setzt, Adrian noch einen, dann haben sie direkt das 5 gegen 3. War ein bisschen Pech vielleicht auch. Beziehungsweise Markloff nicht ganz so treffsicher gewesen, wie er vielleicht hätte sein müssen. Barry Games holt sich jetzt hier seit... Ja, das erste Mal, glaube ich sogar, jetzt die Führung in diesem Match. Ah, danke. Angel hat den Teamkill gemacht. Oh, super Move. Markloff lässt da seinen Mate vor. Holt damit einen Frag. Banane sieht gut aus. Hervorragend. Er traut sich leider nicht an die Waffe. Auch interessant, dass Markloff Haus übernimmt mit der Invisible AWP. Was können sie machen? Wirklich schade, dass Adrian sich nicht die Waffe geschnappt hat. Sie stehen noch zu zweit am B. Die 5-7 ist eine gute Waffe. So, auf geht's. Boah, Dosia. Igelmaße. Oh, macht sogar zwei. Alter. Sehr, sehr stark von AD. Hätte ich jetzt, ehrlich gesagt, habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass Dosia da zwei Headshots macht mit... Mit der Diegel. Normalerweise gehen die Schüsse sonst wohin. Nice. Aber die Runde fing gut an. Mit so einem kleinen Geniestreich von Angel wahrscheinlich. Und VG ist ja nicht ohne Grund B gegangen. Hatten da ein bisschen Respekt, ein bisschen Angst vor der AWP. Das hat ihm am Ende vielleicht auch die Runde gekostet. Wieder... Super viel Gas von Viral Games da in die Mitte. Die wollen da Markloff nicht wirklich lange zielen lassen. Gar nicht immer so schlecht ist. Drängen immer wieder Hess direkt zurück. Oh, kommt er da noch rum? Jetzt hitten sie da mal was. Und das sah gerade verdächtig nach einem B-Split aus. Da wird eine. Oh! Gute Flash nochmal von hinten. Die letzte war super. Dann ist der T da unglaublich weit vorne. Kommt dadurch auch den Frag. Sehr, sehr schön, wie VG hier die Waffe, die Runde dreht. Hinter Brunnen wird gelegt. Markloff hat ihn eigentlich gesehen. Nachgesmoked. Boah, der hat jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Gas von NBK. One-on-one. Edward gegen Existence. Und der moved super durch die Smoke. Es liegt hinterm Brunnen. Boah, der umschleicht den Kopf. Ich weiß nicht, ich glaube, komplett umschleichen wäre besser gewesen. Jetzt kann Edward nämlich eventuell sogar durchziehen. Die Nate, die sitzt zwar... Oh, er bricht ab! Er hätte es doch geschafft! Vor allem hat er sich komplett gut hingehockt. Er hatte noch ein bisschen seinen Arsch rausgucken lassen. Wenn er sich da komplett hinter den Brunnen setzt, hätte er da gut durchdiffusen können. Aber auch so hätte er es, glaube ich, geschafft. Schade. Nicht hundertprozentig safe gespielt von Existence. Wenn er da durchschlägt, wäre es fast besser gewesen. Damit hätte Edward auf jeden Fall nicht so schnell gerechnet. Er wusste halt auch überhaupt nicht, wo sein Gegner ist. So, Edward kann es wieder gut machen. Nur einen bekommen. Adrian sitzt auch unglaublich wenig Damage. Headshot von Scream, was sonst? Aus dem Sandkasten. Der nächste auch. Ins Fressbrett von Adrian. Ach, und das wird wohl oder übel gleich die Eco. Selbst wenn Dosia jetzt die Waffe saved. Ja.
definitiv. Schade. Aber es ist noch das Beste draus gemacht. Er hat jetzt auch mit Abstand am meisten Geld von den CTs. Oh, den doch nicht. Aber eine Eco ist es ohne Frage. Das müsste Variable Games auf jeden Fall auch wissen. Wieder 5-7. Jetzt bin ich mal gespannt, was Astana nächste Runde spielt. Bisher Variable Games eigentlich immer falsche Mitte schnell aufgebaut. Vielleicht smoken sie sich mal die Mitte und gehen falscher aggressiv oder werfen da direkt Nades. Die AWP sollten sie auch lassen. Oh, krasse Gesichter. Das ist eine gute Zahl. Schöne Smoke. Oh, aber Adrian nutzt ja die Gelegenheit. Nein! Schade, dass die Bombe so viel AP hatte. Das rettet ihm wahrscheinlich gerade die Runde. Wenn der Low-HP-Spieler da geplantet hätte. Boah, du hast ja die Hits. Sehr optimistisch, da die Straßenseite zu wechseln. 13-10. So, jetzt zeigt nur, was ihr könnt. Erstmal normaler 2-3 Aufbau. Immerhin keine AWP. Sie gehen hausaggressiv. Wieder super schnell falsche Mitte da an der Kante. NBK. Also im Aufbau von Variable Games hat sich nicht viel geändert, aber sehr schön. Schöne Flash direkt von Angel. Ablauf Mitte. Den gemacht. Die zweite. Den schafft sich Angel. Sehr schön. Also die eine Gegenfläche, da hat man direkt gemerkt, dass sie schon sich gemerkt haben, dass Variable Games immer super schnell die Mitte hochkommt. So, nächste Feld. Vielleicht nochmal von hinten. Aber Adrian passt gut auf. Und Shoxy ist schon low. Ganz gut drauf eingestellt. Die Ukraine. In dem Fall stimmt das ja sogar. Am großen Spot. Zumindest Edward und Mark läuft dort. Und Angel, glaube ich, auch, oder? Die beiden Nicht-Ukrainer spielen B. Ja. Auch interessant. Aber es ist wahrscheinlich nicht mit Absicht. Geld hat Variable Games noch. Nicht viel. Astana hat die Chance zum Ausgleich. Sollten sie die Runde gewinnen, müsste VG in die Eco. Aber je nachdem, ob sie planten und wie viele Waffen sie holen, könnten sie vielleicht doch noch kaufen. Mal gucken. Aber eigentlich eher nicht. Gibt's da Smoke drauf? Warum auch immer. Wahrscheinlich um die Pose da spielbar zu machen für die Thesen. Da wird instant gelegt. Da kam aber auch eine komische Smoke da auf den Spot. Und es geht komplett auf. Dosier kann ihn jetzt erst machen. Ich weiß nicht, ob sie es schon gerafft haben, dass die Bombe davon gelegt wurde. Unglaublich komische Taktik, die soweit aufgegangen ist. Vom Damage her sieht es nicht so gut aus. Oh, aber Scream öffnet da noch wieder die Runde. Macht sie möglich. Gute Smoke, die Bombe tickt auch schon viel zu schnell. Ich bin mir da relativ sicher, dass sie es spät gemerkt haben, dass die Bombe da schon gelegt wurde. Krass.
wie wenig Meter sie da hier auch getrennt hat. Den Leger und Dosia auf dem Spot. Schade. Damit zieht VG voran, vorbei. Beziehungsweise sind sie schon längst. Sie bauen ihre Führung aus. Makelov versucht es doch nochmal mit der Lanze. Das erste Mal, dass man hier zu dritt Banane ist. Boah, sehr, sehr gutes Timing für Makelov gegen Smith. Der in dem Moment gerade auf den Holzstapel gesprungen ist. Wirkt noch weiter an. MBK. Außen eingemacht. Boah, sehr schönes Gas von Scream. Nice. Boah, es ist auch wieder so gut drauf reagiert. Sie wissen genau, dass Makelov ein Großspieler ist. Warum auch immer sie da noch so lange zu dritt am B waren. Aber Retake noch möglich. Noch kein Astana. Das Spiel mit einem Sieg beenden. Jetzt erst gelegt. Oh, und Adrian da die Gunst der Stunde genutzt. Schön von Dozier. Jetzt muss Makelov da nicht den Spot übernehmen. Oh, er tötet den Sandkastenspieler. Das zwingt Choxi hier zum Zugzwang. Och, und er macht's. Krasser Headshot da am Ende noch. Schöne Buggy-Anzeige oben. Schade, Mann. So ein guter Retake eigentlich. Und dann holt Choxi da beide. Bitter, bitter, bitter. Zwei CT-Runden sind erst hierbei rumgekommen bei Astana Dragons. Nach so einer schönen, überzeugenden ersten Hälfte. Makelov nochmal mit einer Sniper-Waffe. Diesmal aber nur eine Scout. Oh, ein interessanter Tower. Gebrochen. Ja, schöner Move. Edward kurz die Mitte gecheckt. Müsste es auch einige gesehen haben. Marklauf ist mit da am A. Und Adrian allein am B mit Diege. Solche gucken. Auch interessant, dass wir die Decoy jetzt sehen in der Overview. Wird eigentlich mal Zeit, dass auch die Smokes so angezeigt werden. Oder wurde das schon? Das habe ich auch gar nicht mitbekommen. Normalerweise wurde es ja nur angezeigt, wenn man direkt auf dem Server ist. 3 gegen 3 Situation, vermeintlich letzte Runde. Unterzahl. Beide B-Spieler müssen hier A retaken. Jetzt. Ja. Könnte aber auch nur so ein Ezea-Ding sein. Weiß ich nicht, ob das jetzt generell auf allen Go-TVs so ist. Oh, selbst. Vorhin der Retake lief zwar gut, aber der ist so gut wie möglich zu holen. GG 16 zu 11. Varic Games holt sich doch noch hier das Match nach diesem desaströsen Start von ihnen. Sehr gut zurückgekommen am Ende der ersten Halbzeit und dann sind sie einfach in Fahrt gewesen. Schade. Aber das Spiel war knapper, als vielleicht der Score vermuten lässt. AD hätte hier auf jeden Fall zumindest sehr nah rankommen können an den Sieg. Mit der Pistol vor allen Dingen. Aber auch diese erste Waffenrunde war super knapp. Es hätte durchaus andersrum ausgehen können. Trotzdem ein nettes Spielchen. Wesentlich besser immer noch als das erste Match auf das 2. Damit das zweite Spiel des heutigen Abends abgeschlossen.